Bevor wir dann gleich zum Vortrag von Herrn Güttige gehen, der sehr viele Beispiele uns liefern möchte, würde ich gerne mit Ihrem Vortrag anfangen. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, für alle Zuschauer, die sind nicht lang, weil wir wollen da mit Ihnen diskutieren. Jetzt an dieser Stelle schon mal die Aufforderung, schreiben Sie uns Fragen in den Chat. Wir werden die versuchen, soweit wie möglich alle einzubauen, und wir werden auch noch Serviceinformationen für Sie geben. Das heißt, auch ein Zettel und Stift schadet nicht. Und ich würde jetzt den Herrn Hartenberger das Wort übergeben. Da gibt es auch eine Präsentation dazu, die eingespielt wird. Und Sie machen uns einfach mal 10 Minuten Einführung zur Digitalisierung im sächsischen Handwerk. Ja, bis dann, viel Spaß. Ja, vielen Dank. Nochmal guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Hartenberger. Ich bin im Wirtschaftsministerium Referent für das Handwerk. Und ohne jetzt den spannenden Vorträgen und Einblicken auch in die Praxis vorzugreifen, möchte ich Ihnen zumindest aus Sicht des Wirtschaftsministeriums einen kleinen Einblick oder einen besseren Überblick über die Digitalisierung des sächsischen Handwerks geben. Nächste Folie, bitte. Das sächsische Wirtschaftsministerium hat vor etwa 2 Jahren eine ziemlich umfassende Handwerksstudie in Auftrag gegeben. Wir wollen einfach sehen, wo das sächsische Handwerk insgesamt in diesem gesamtwirtschaftlichen Gefüge im Freistaat Sachsen steht, in dem oft so beschriebenen Land der Ingenieure. Nun, Handwerker sind ja bekanntlich Macher. Aber wie steht es bei den Machern um das Thema Digitalisierung? Nächste Folie, bitte. Laut einer Umfrage des Zentralverbandes des deutschen Handwerks ist die Digitalisierung dem Handwerk zumindest erstmal nicht mehr fremd. Ob jetzt jedes Unternehmen eine eigene Webseite hat, ist dabei meines Erachtens zumindest weniger ausschlaggebend als eher der Einsatz spezifischer Softwarelösungen oder digitaler Technologien, welche 2018, also vor, ne, 3 Jahren, immerhin schon jedes vierte Handwerksunternehmen besaß. Man kann sich jetzt fragen, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Und was ist eigentlich das richtige Maß an Digitalität? Nächste Folie, bitte. Ich glaube, darauf wird es sich zumindest keine allgemeingültige Antwort finden lassen. Denn jeder Betrieb ist am Ende genauso individuell wie auch das Selbstverständnis oder die Herangehensweise eines jeden Unternehmers oder der Beschäftigten an ihre Tätigkeiten sind. Nicht mal das Wort Digitalisierung selbst ist eindeutig. Es gibt halt unzählige Definitionen. Ich habe nur mal zwei hier rausgegriffen. Am Ende ist es vielleicht auch weniger ein Zustand, den Digitalisierung meint, als vielmehr ein Prozess, den man darunter verstehen kann. Ein Prozess, eine digitale Wende, die unsere gesamte Interaktion mit der Welt zunehmend verändert. Nächste Folie. Interaktion mit der Welt. Betriebswirtschaftlich gesehen könnte man sagen, ja, das ist vor allen Dingen erstmal auch Konsumentenverhalten. Ich habe Ihnen hier auf dieser Folie mal beispielhaft die Entwicklung des Umsatzes im Onlinehandel, das sind die kleinen blauen Balken, zum Gesamtumsatz des Einzelhandels in Deutschland aufgezeigt. Es geht kontinuierlich nach oben. Aber ist es das schon? Oder welche andere Aspekte umfasst Digitalisierung eigentlich noch, um das mal kurz zu beleuchten? Nächste Folie. Sie sehen jetzt hier auf dieser Folie eine kleine Darstellung aus unserer besagten Handwerksstudie, die etwas anschaulich macht, worauf ich hinaus möchte. Die Digitalisierung ist eben nicht nur das Vorhandensein von Webseiten oder Software, sondern vielmehr ein Einsatz dieser und anderer digitaler Mittel zur, und Sie merken hier eine Zweckbindung raus, etwa zur Erschließung oder Durchdringung von Märkten, zur Erweiterung oder Veränderung von Geschäftsfeldern oder Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, zur Produktion oder zur Verbesserung betriebsinterner Abläufe. So gesehen, und das können Sie jetzt dieser Abbildung hier auch entnehmen, steht das sächsische Handwerk im Bundesvergleich also eigentlich gar nicht so schlecht da und bewegt sich etwa im Mittelfeld bei den Investitionen in digitale Maßnahmen. Nächste Folie, bitte. Nur, wenn wir die sächsischen Handwerker nach ihrer Meinung fragen, das haben wir getan, zur Digitalisierung oder zu einer Bewertung der ihrerseits bereits durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen im eigenen Betrieb, dann sieht es das sächsische Handwerk, die Digitalisierung, am wenigsten optimistisch. Zwar haben wir auch hier in Sachsen eine durchaus optimistische Grundeinstellung, aber sie ist halt auch weniger positiv, als das in anderen Bundesländern der Fall ist. Ich habe das kleine Sachsen mit dem roten Kringel am Ende rechts von diesem Balkendiagramm mal kenntlich gemacht.
Nächste Folie bitte. Wir haben im Rahmen unserer Studie auch die sächsischen Handwerksunternehmer befragen lassen, wo sie in den letzten 3 Jahren den digitale Maßnahmen durchgeführt oder darin investiert haben. Sie können jetzt diese Abbildung die einzelnen Investitionsfelder jeweils für die unterschiedlichen Gewerbegruppen im Handwerk entnehmen. Um es kurz zu machen, es fällt auf, dass die Digitalisierung primär in den Bereichen IT-Sicherheit, Datensicherheit, das sind die lila und braunen Balken, in dem Bereich interne Prozessverbesserung, grün, und in der Mitarbeiterschulung, hellbraune Balken, durchgeführt wird. Im Gegensatz dazu digitalisieren aber nur sehr wenige Handwerksbetriebe, um etwa ihre Geschäftsfelder zu erweitern, blau, ganz klein, um veränderte Produkte anzubieten, rot, oder um neue Kundenkreise zu erschließen, orange in den Balken. Die Maßnahmen zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen oder zur Entwicklung und Eröffnung neuer Geschäftsfelder trifft in Sachsen gerade mal auf 6% der Unternehmen zu. Nächste Folie bitte. Die gleiche Abfrage haben wir hier nochmal in der Darstellung sortiert nach der Größe der Betriebe. Es fällt natürlich auf, dass je durchschnittlich größer die Betriebe sind, desto eher investieren sie auch in die Digitalisierung der Produktion, grau, in die Entwicklung von Produkten, rote Balken, oder in die Erweiterung ihrer Geschäftsfelder. Das sind die kleinen blauen Balken. Das mag auf den ersten Moment natürlich erstmal plausibel klingen, weil größere Unternehmen natürlich auch mehr, in der Regel mehr Investitionsmöglichkeiten besitzen. Aber ich würde das gerade genau diesen Punkt eben nochmal gerne etwas kritisch beleuchten und dazu auf die eingangs erwähnte Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks zurückkommen. Nächste Folie bitte. Kann denn die Digitalisierung nicht auch Mittel zum Zweck sein, stelle ich jetzt mal in Frage, um gerade bei geringerer, kleinerer Betriebsgröße die Skalenvorteile von größeren Unternehmen ein Stück weit wettzumachen? Über 70% der hier befragten Unternehmen sehen ja auch die Vorteile der Digitalisierung. Ich habe Ihnen mal die 3 hier aufgeführt. Und die spiegeln sich am Ende ja auch im Betriebsergebnis wieder. Nächste Folie. Ich würde Sie jetzt noch mal gerne bei einem ganz anderen Gedankenansatz etwas mitnehmen. Sie sehen hier ein Befragungsergebnis unserer Sachsenstudie in Bezug auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen im Handwerk. Die grünen Balken sind die neuen Produkte oder Dienstleistungen, die orangefarbenen dann sogar diejenigen, die Marktneuheit haben. Insgesamt kann ich jetzt diese Darstellung allerdings schon auf einen einzigen Punkt bringen, und zwar jeder zweite Handwerksbetrieb in Sachsen ist innovativ. Nächste Folie bitte. Viele dieser besonders innovativen Betriebe sind aber auch überdurchschnittlich gut vernetzt. Sie erkennen hier in einer zugegeben einfachen Darstellung, dass auf der unteren Ebene, nämlich im Bereich Aus- und Weiterbildung, Verbundausbildung, sehr, sehr viele Handwerksunternehmen miteinander zusammenarbeiten. Bei der Auftragsabwicklung und beim Einkauf sind es bereits weniger. Und im Vertrieb und im Marketing kooperieren tatsächlich nur die ganz stark vernetzten Betriebe untereinander. Deshalb führe ich das Ihnen auf. Nächste Folie. Wir haben in Sachsen eine ganz starke Konzentration einzelner Gewerbegruppen. Ich habe Ihnen hier mal beispielhaft die Betriebsstatistik für den Landkreis Bautzen dargestellt. Es wird tatsächlich nur beispielhaft, kann man jeden anderen Landkreis hernehmen. Über 70% des Handwerks im Landkreis Bautzen teilen sich in 3 Gewerbegruppen ein. Das heißt natürlich auch, je höher die Konzentration ist, desto höher ist der Wettbewerbsdruck, in dem sich der einzelne Betrieb beweisen muss. Und auch wenn Sie nicht zu diesen 3 Hauptgruppen gehören, nächste Folie bitte, muss man einfach mal feststellen, rund 90% aller Produkte und Dienstleistungen werden tatsächlich auch nur in Sachsen abgesetzt. Ich habe es mal für den Kammerbezirk Dresden hier so ein bisschen blau markiert, damit man sich auf das rein optisch mal konzentrieren kann. 80% des Handwerksumsatzes wird allein innerhalb von einem Radius von 50 Kilometern um den jeweiligen Betrieb erzielt. Vor dem Hintergrund schließt sich natürlich nur ein bisschen das Bild, weshalb vielleicht auch so wenig in die Digitalisierung zur Erweiterung von Kundenkreisen investiert wird.
Wir haben also in Sachsen eine sehr hohe Konzentration einzelner Gewerke und gleichzeitig eine ganz starke Fokussierung auf den regionalen Absatzmarkt. Nächste und fast letzte Folie, bitte. Ein kleiner Exkurs auf die Innovationstätigkeit, auf Netzwerke, Absatzmärkte des Handwerks sollte zu einem kleinen Impuls führen. Das sächsische Handwerk, um das mal zusammenzufassen, ist bei der Digitalisierung nicht schlechter aufgestellt als das Handwerk in anderen Bundesländern. Die Sachsen sehen es halt nur ein bisschen kritischer. Dabei ist die Digitalisierung ja kein Selbstzweck. Neben Kostenvorteilen durch eine effiziente Arbeitsorganisation lassen sich vielmehr ganz unterschiedliche Ziele definieren, wie eine digitale Interaktion mit der Welt sich im positiven Sinne auf den Unternehmenserfolg auswirken kann. Der letzte Spiegelstrich habe ich auch deswegen angeführt, weil es natürlich auch aus Sicht des Wirtschaftsministeriums und regionalwirtschaftlich gesehen für uns auch wichtig ist, das Handwerk bei der Digitalisierung mitzunehmen, um es mal plastisch zu machen, damit es auch morgen und übermorgen beispielsweise noch Brötchen beim Bäcker im Dorf gibt. Vorletzte Folie, bitte. Viele Handwerksbetriebe haben in einer Befragung dann auch geäußert, ob die vom ZDH oder in unserer eigenen Befragung, dass es eben in Sachsen relativ wenig Unterstützungs- und Förderangebote gäbe. Ja, muss ich sagen, da können wir sicherlich besser werden, das will ich nicht bestreiten. Da nehme ich auch gerne Kritik entgegen, damit wir dort besser werden. Aber man muss auch darauf hinweisen, dass wir auch mit Landesmitteln unterstützt, dass jeder Handwerksbetrieb, jeder eingetragene Handwerksbetrieb bei jeder Kammer jederzeit eine kostenfreie, ausführliche Betriebsberatung erhält und sich für noch mehr Wissensbedarfe dann auch an die Kompetenzzentren wenden können, die in Sachsen ja bestehen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ein Förderprogramm über die Mittelstandsrichtlinie, können dort eben staatliche Zuschüsse für weitgehend fast alle Digitalisierungsmaßnahmen, teilweise bis zu 80% in Anspruch genommen werden. Damit komme ich zum Ende von meinem Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, von unserer Seite her auch vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe jetzt ein bisschen mitgenommen, so als Kernbotschaft, was mich ein bisschen depressiv gestimmt hat, ist, das sächsische Handwerk ist nicht gerade optimistisch, was das Thema Digitalisierung angeht. Habe ich das so ein bisschen, sollte ja nicht die Kernbotschaft sein, aber das ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, Herr Hartenberger. Ja, man kann das nicht so pauschal sagen, dass die sächsischen Handwerker jetzt pessimistischer sind. Ich habe das natürlich in diesem Überblick stark vereinfacht dargestellt. Aber grundsätzlich gilt für die Digitalisierung der Wirtschaft insgesamt, dass man das nach einem gewissen Stufenmodell eigentlich aufbauen kann. Also natürlich wird zuerst in Sachen wie IT-Sicherheit und Datenschutz investiert. Später kommt natürlich auch die Qualifizierung von Mitarbeitern hinzu. Also das sind gewisse Schritte, die ein Unternehmen auch erst sicherlich durchlaufen muss, bevor man irgendwann zu dem Punkt kommt, jetzt hier tatsächlich mehr Mittel oder Investitionen in größere, kostenintensivere Maßnahmen zu stecken. Deswegen ist es jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint gewesen, sondern es ist tatsächlich einfach nur eine Bestandsaufnahme, wo wir stehen. Und ich glaube, ein bisschen mehr Zuspruch, das habe ich eben versucht, eher rüberzubringen, dass man eben da auch wesentlich mehr erreichen kann mit Digitalisierung, ne? Stichwort Zweckbindung, immer gut ist und das nicht negativ gemeint war. Okay, bevor wir dann mit Herrn Deutschmann darüber auch nochmal reden, wie er das so sieht, würde ich jetzt den Herrn Goetheke mal die Chance geben, ein bisschen das Ganze vielleicht gerade zu rücken, soweit wir haben es im Vorgespräch besprochen. Sie haben jetzt Beispiele für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk, die Sie uns mal präsentieren wollen. Und ich denke, Sie sind jetzt eben motiviert durch die gute Work-Life-Balance, die Sie gerade gehabt haben, den Sie Ihr Kind jetzt eben gerade gesehen haben, ja. Was auch immer sein muss. Deshalb, jetzt legen Sie sich fürs Handwerk mal ins Zeug. Wo gibt es denn positive Leuchtturmprojekte? So, ich würde gleich die Frage mit aufgreifen, die im Chat gestellt worden ist, weil auf meiner ersten Folie die Frage gleich nochmal aufkommt. Was Digitalisierung ist, da würde ich die Frage mit abräumen, wie der mangelnde Breitbandausbau das hemmt.
Natürlich hat er einen Einfluss drauf, kommt aber immer darauf an, auf welcher Ebene beziehungsweise mit welcher digitalen Lösung ich mich beschäftige. Weil es gibt natürlich auch ganz viele Dinge, die ich innerbetrieblich machen kann, wo ich sage, der Breitbandausbau, der mir ja eine externe Vernetzung gewährleistet, ist dann da nicht unbedingt ein Hemmnis, wenn ich sage, ich kann dafür Produktionsprozesse digitalisieren oder Ähnliches. Das Ganze hat aber auf der anderen Seite, und da greife ich jetzt wieder das vom Herrn Hortenberger nochmal auf, den negativen Blick, der hat vielleicht auch was mit der Formulierung zu tun. Ne? Wir reden immer von Digitalisierung. Was ist das jetzt eigentlich? Dafür diese eine Folie hier, mehr Folien, wo was großartig draufsteht, habe ich nicht. Der Rest sind Bilder. Aber Digitalisierung ist eigentlich nichts Greifbares, Eigenständiges, sondern es ist die Nutzung von digitalen Werkzeugen oder digitalen Denkmodellen, die sich dann, und da sehen Sie ja hier bei mir in der Präsentation, in die ganz klassischen Fragestellungen Strategie, Taktik, operative Tätigkeit einpflegen. Und wenn Sie dann sehen, natürlich beschäftigen wir uns heute mit Geschäftsmodellen, damit beschäftigt sich das Handwerk schon immer. Jeder Unternehmer hinterfragt seine Tätigkeit, seine Geschäftsfelder, seine Kunden und Ähnliches. Sie sehen, dass man sich mit in der Digitalisierung mit Prozessen beschäftigen kann. Wie kann ich die digital unterstützen oder digital abbilden? Und unten das, wo so schön digitale Technologien dran stehen, was ja beim Herrn Hortenberger auf den Folien auch mal vorkam, muss man am Ende sagen, das sind Werkzeuge. Herr Deutschmann hat es schon mal kurz angesprochen. Das sind am Ende Werkzeuge. Also die sind vom Sinn her auch nichts anderes als ein Hammer oder eine Bohrmaschine oder eine CNC-Maschine oder ein Roboter. Ne? Manchmal sind sie in Software, manchmal sind sie in Hardware. Also man kann sie manchmal anfassen und manchmal nicht. Wenn man das aber so aufbricht und sich in die Denkweise eines Unternehmers, und damit meine ich nicht mal nur einen Handwerker, hineinbegibt, dann verliert die auch vielleicht A, ein bisschen an ihrer Bedrohung, B, würden dann vielleicht auch die Handwerker, die sich jetzt so ein bisschen vorsichtig geäußert haben, auch wieder ein bisschen anders äußern, weil ich sage mal, meine Erfahrung ist es nicht, dass es viele Handwerker gibt noch heute, die überhaupt nicht digitalisiert sind. Die nutzen natürlich ihre digitalen Möglichkeiten, die für ihr Gewerk oder ihr Unternehmen zur Verfügung stehen. Ich zeige gleich mal ein paar Dinge, aber das ist vielleicht genauso wie das Thema Innovation im Handwerk gar nicht so greifbar, dass das Digitalisierung ist. Natürlich habe ich eine Branchensoftware, wo ich meine Lagerhaltung mitmache, wo ich meine Maschinen ansteuere, auf denen ich dann, jetzt bleibe ich mal bei Herrn Deutschmanns Gewerk, meine Hölzer verarbeite als Tischler oder Ähnliches. Aber nehme ich das überhaupt als dieses ominöse Digitalisierung wahr oder ist das für mich eben das Handwerkszeug, das ich verwende? So, ich wollte ein paar Dinge zum Thema, was kann man denn für digitale Ideen in Geschäftsmodellen im Handwerk umsetzen, zeigen. Ich habe nur 10 Minuten, deshalb sehen Sie es mir nach. Ich habe mir mal ein paar Gewerke rausgesucht, davon sind die meisten jetzt nicht die Klassiker, die in die drei großen Gruppen, die der Herr Hortenberger da so schön eingekringelt hat, reinfallen, sondern so ein paar außergewöhnliche. Das eine ist ein Zweiradmechaniker. Gibt es zwei Ausprägungen. Früher konnte man mal sagen, mit oder ohne Motor. Heute funktioniert das nicht mehr ganz. Also Zweiradmechaniker, die Fahrräder bauen und Zweiradmechaniker, die Motorräder bauen. Jetzt ganz grob eingegrenzt. Hier spreche ich von einem Zweiradmechaniker, der Fahrräder baut und der macht das im klassischen Sinne. Das denkt man meistens nicht mehr. Dieser Zweiradmechaniker hat tatsächlich eine eigene Fahrradmanufaktur. Der stellt in Zittau, also tatsächlich im hinterletzten Winkel, wie manche sagen würden, von Sachsen, hochwertige und damit auch hochpreisige Fahrräder auf Carbonbasis her, die er in der ganzen Welt verkauft. Das zeigt, man kann natürlich mit zwei Dingen das Thema Unternehmen oder Handwerk weiterdenken, und zwar sowohl mit dem Produkt, das hier, und das sehen Sie, den nächsten Schritt getan hat, indem es heutzutage aus dem 3D-Drucker kommen kann, digital konstruiert, digital erstellt, und trotzdem noch eine typische Handwerksleistung. Und natürlich die Digitalisierung in der Frage, ich habe Vertriebswege, die mir heutzutage erlauben, solche Fahrräder, die, wenn ich jetzt mal den Unternehmer zitieren darf, den ich in der Beratung habe, hätte ich meine Fahrräder an alle Interessenten in Sachsen verkauft, hätte ich beide schon bedient. Also da gibt es nicht so eine große Kundengruppe, die als Zielgruppe zur Relevanz kommt. Das heißt, dieses Unternehmen, ein, sag ich mal, klassisches Handwerksunternehmen mit 6 Mitarbeitern liefert jetzt nach Peru, liefert nach Australien, in die Schweiz, nach Großbritannien, da, wo die Kunden sitzen, die sich für solche Fahrräder interessieren. Und trotzdem kann er eben die, sozusagen sein Credo gewährleisten, zu sagen, ich kann meinem Kunden ein individuell angepasstes, also ein individuelles Fahrrad, nicht ein individualisiertes, wie man es sonst so im Laden kaufen kann, ne? Das kann
verschiedene Farben haben, das kann verschiedene Größen haben und Anbauteile. Das hier ist ein individuelles Fahrrad, das im Zweifel auf den Millimeter genau für diesen Kunden angepasst ist. Obwohl der in Peru sitzt und der Hersteller in Zittau und die sich nie physisch gesehen haben. Zweites Beispiel, Sattler, hole ich jetzt nicht ganz so weit aus. Es gibt da verschiedene, ne? Es gibt welche, die Taschen herstellen, welche, die Bahnen für LKWs oder Zelte machen. Ich rede jetzt hier vom klassischen Pferdesattler. Das werden Sie auf dem Bild nur bedingt sehen, dass das ein Pferdesattler ist. Hier geht es aber darum, der hat tatsächlich alles dreist digitalisiert, nämlich sein Geschäftsmodell, tatsächlich auch seine Produktion, seine Prozesse und er hat auch noch digitale Produkte damit entwickelt, weil tatsächlich die Dinge, die er für seine Prozessdigitalisierung oder Verbesserung gemacht hat, dann zum eigenen Produkt wurden, die er an seine Kollegen verkaufen. Das ist ein digitaler Pferderückenabbilder. Das heißt, es gibt eine standardisierte Möglichkeit, dass man ein Pferd vermessen kann. Das ist schon eine ganze lange Reihe von Jahren so, dass man sich so einen Standard überlegen hat in den Organisationen der Sattler. Und dieser Sattlermeister, der in Dresden sitzt, hat sich überlegt, das muss doch auch anders gehen. Und ist heutzutage derjenige, der einen digitalen Pferderückenabbilder und einen digitalen Pferdescanner entwickelt hat. Das heißt, er kann in den Stall gehen oder eben auch andere Leute in den Stall gehen lassen, die dann einen Scanner über das Pferd halten, 3 Sekunden warten und im nächsten Schritt bewegt sich dieses Gerät, das Sie hier sehen, in der Werkstatt des jeweiligen Sattlers, also auch zum Beispiel beim Herrn Büttner, Sie sehen es hinten auf dem T-Shirt stehen, in Dresden tatsächlich wie von Geisterhand und bildet den Standardrücken des Pferdes ab. Und so braucht er nicht 25 Mal das Pferd vermessen, irgendwelche Schablonen bauen und ähnliches, sondern kann auf diesem Gerät den Sattel so bauen oder anpassen, dass er ideal zum Pferd passt. Was bedeutet das jetzt? Seine Prozesse sind optimierter, er muss nur noch einmal zum Pferd und nicht 4 bis 5 Mal. Er ist natürlich unglaublich schnell, er hat neue Kundengruppen oder Kundengruppen, die es ihm sonst schwer gemacht haben, erschlossen. Das heißt, wo auf der Welt ein Kunde sein Pferd vermisst, ist völlig egal. Solange es dort eine Internetanbindung gibt, kann das in Dubai sein oder in den USA. Der Sattlermeister hier in Deutschland kann trotzdem den Kunden bedienen. Und als drittes eben, wie gesagt, man kann sich auch im Handwerk neue Standbeine aufbauen, die nicht mehr 100% sozusagen den Kerngedanken wiedergeben. Und zwar, indem man zum Beispiel anderen Kollegen Unterstützungsleistung bietet. Als viertes, das würde ich jetzt aber an dem dritten Beispiel aufführen, das soll auch schon mein letztes sein, ist natürlich auch immer die Frage, diese digitalen Möglichkeiten. Und hier sehen Sie einen Steinmetz, da gibt es tatsächlich nur eine Ausprägung, auch wenn es dann wieder Unterscheidungen gibt. Es gibt welche, die Grabsteine machen und es gibt welche, die große Steinskulpturen machen oder eben auch Leute, die das eher im Baugewerbe tun und da Portale und Ähnliches erstellen. Aber sich natürlich immer die Frage stellen, was habe ich denn heutzutage für Probleme? Sie hatten es am Anfang, Herr Falkner, angesprochen, auch in den Aussagen, die Sie getroffen haben, ne? Ich habe so viel zu tun. Woran liegt das? Bin ich überlastet vielleicht im Unternehmen, weil mir Fachkräfte fehlen? Und dann ist das die Frage, die sich eben auch dieser Steinmetzmeister hier gestellt hat. Was tue ich denn, wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter, die alle hochqualifiziert sind, die alle, naja, nicht unbedingt Meister ihres Fachs sind, das ist im Handwerk immer noch so ein bisschen schwierig, aber Fachleute sind, dann an einem großen Steinblock stehen und 3 Tage lang oder 3 Wochen lang Taubgestein abschlagen, bevor sie mit der handwerklich relevanten, kreativen Arbeit beginnen können. So, da sagt dann auch der Handwerksmeister, der ein Unternehmen führt, das macht mir keinen Spaß, das will ich nicht. Warum soll das mein Mitarbeiter wollen? Und der verbraucht Unmengen Zeit damit. Das kann doch vielleicht auch eine Technologie, eine Technik abbilden. Und dann kann man zum Beispiel Roboter einsetzen, die den Stein vorbearbeiten. Das heißt noch lange nicht, dass dieser Roboter die künstlerisch kreative Handwerksleistung ersetzt. Aber der kann natürlich Aufgaben abnehmen, die der Handwerker sonst machen muss und die ihn eben nicht wertschöpfend ausfüllen oder die monoton sind, die immer wiederkehrend sind. Beim Herrn Deutschmann, so eine Platte zu tragen von A nach B ist auch nicht unbedingt das Vergnügen. Ne? Viele machen das noch, weil es noch nicht anders geht oder weil man keine andere Idee gesehen hat. Aber in der heutigen Zeit ist halt die Frage, muss ich dafür einen Mitarbeiter haben oder kann ich das vielleicht mit Technologien untersetzen? Dieser Unternehmer hier hat sich diese Frage gestellt und hat sie sich beantwortet. In der Zwischenzeit ist auch das ein Betrieb, der aus meiner Aussage komplett durchdigitalisiert ist. Der kann auf Knopfdruck auf seinem Tablet gucken, wie ist meine Auftragsabarbeitung, was machen meine Mitarbeiter gerade, wie sieht es mit dem Geldeingang aus den Aufträgen aus und so weiter und so fort.
Und trotzdem ist es ein klassischer Handwerksmeister, der Ihnen sagen wird, ich weiß nicht, wie die Zahlen auf das Tablet kommen. Ich habe hier qualifizierte Mitarbeiter, die das für mich machen. Mir ist wichtig, dass ich den Überblick behalte und weiß, was passiert. Wie das da reinkommt, da habe ich Leute. Da finde ich auch Leute, die das machen können. Und die haben da ihre Freude dran, mich dabei zu unterstützen. Das ist am Ende das, was wir im Handwerk eben immer sehen müssen. Es muss auch nicht immer alles vom Handwerksmeister selbst gemacht werden. Ich denke, da wird vielleicht der Herr Deutschmann auch noch ein paar Ausführungen machen, weil die nächste Folie, die ich jetzt theoretisch zeigen könnte, habe sie jetzt rausgelöscht, die zeigt nämlich den Herrn Deutschmann, weil er auch eines der guten Beispiele ist, wie man mit Digitalisierung umgeht. Ich gehe jetzt mal über den Zweiradmechaniker hinweg, sonst überziehe ich meine Zeit wieder. Ich beschäftige mich bei uns in der Handwerkskammer mit dem Thema Innovation und Technologie in Dresden, aber eben auch mit dem Thema Digitalisierung, bin dort als Projektleiter für das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk zuständig. Ich habe hier mal die Werbefolie eingeblendet, da sehen Sie Internet- und Facebook-Auftritt, da können Sie sich gerne weiter informieren, Sie können mich gerne anrufen, mir schreiben oder in der Kammer vorbeikommen. Auch jetzt bei Corona, wenn es wichtig ist, können wir das auch physisch machen. Aber wir beschäftigen uns tatsächlich regelmäßig, nämlich jeden Tag damit, sehen viele gute Beispiele, sind immer bereit, die zu teilen und hoffen auch immer noch weitere dazu zu motivieren, größere Projekte anzugehen, sich zu trauen. Und da dann am Ende jetzt mein Credo mit dem Hashtag einfach machen, denken Sie an die 80-20-Regel. Wenn Sie versuchen, alles auf 100% zu bringen, ist vielleicht schon die Idee nicht mehr ganz so innovativ, wie Sie sich das vorstellen. Starten Sie bei 80%. Den Rest kann man immer noch machen, aber Sie sind erstmal den Weg los. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. So, vielen Dank, Herr Götticke. Ich glaube, eine Sache wird der Herr Deutschmann nicht zustimmen, dass ein 80-prozentiger Tisch ist definitiv, finde ich, kein Tisch, aber darüber reden wir gleich. Und ich möchte vorher nochmal auffordern, ganz, ganz kurz, die Lydia hat ja die Frage gestellt, Sie haben sie ja schon gleich mit beantwortet, wie stark hemmt der teils mangelhafte Breitbandausbau die Bereitschaft zur Digitalisierung im Handwerk? Gerne weitere Fragen stellen, Live-Fragen stellen, wir versuchen sie gleich zu beantworten. Und ja, einfach melden, in die Fragen reinschreiben. Und jetzt gehen wir mal zu Herrn Deutschmann. Wir haben uns jetzt ein bisschen, wir angeln uns gerade ein bisschen vor. Und zwar von den Herrn Hartenberger aus dem Ministerium zur Kammer. Und jetzt geht es in die Praxis rein. Wie läuft bei Ihnen die Digitalisierung ab, Herr Deutschmann? Also soweit ich weiß, Sie haben eine Facebook-Seite, Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie sind bei Pinterest, sind bei 2, 3 Verzeichnissen, die ich vorher noch nicht kannte. Aber was ist bei Ihnen die Digitalisierung? Ja, gute Frage. Wie gesagt, eingangs hatte ich das erwähnt. Ich bin halt mit dem Computer aufgewachsen. Ich glaube, das war ein großer Vorteil für mich. Und ich konnte oder habe dann in meiner Jugend also viel gespielt natürlich, wie man das so macht. Und habe dann aber die Leidenschaft einfach zum Handwerk gefunden und habe dann eigentlich den Rechner ein bisschen ins Abseits gestellt und konnte dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, die beiden Sachen miteinander verbinden, sodass ich halt von Anfang an war mir klar, dass ich einen Rechner brauche, um irgendwie zu arbeiten. Und ja, dann sind wir immer weiter Schritte gegangen und haben überlegt, was wir brauchen. Und das ist mir jetzt noch bei den ganzen Vorträgen auch vom Herrn Hartenberger nochmal ganz stark bewusst geworden. Die Hauptsache, wo wir eigentlich daran arbeiten seit Jahren, sind die Geschäftsmodelle bei uns. Ich bin leidenschaftlicher Tischler, ich habe diesen Beruf lieben gelernt und mich treibt das um. Ich möchte schöne Möbel bauen, ich möchte schöne Dinge in die Welt bringen. Und wie macht man das? Also wir brauchen Kunden dazu, wir brauchen natürlich auch eine Idee, wir brauchen irgendwas, was Tolles. Und so sind wir losgelaufen, haben dann uns am Anfang haben wir halt als Tischler selber designt, Möbel gebaut, dann habe ich gemerkt, das passt mir nicht so richtig. Dann haben wir eine Innenarchitektin kennengelernt. Mittlerweile haben wir bei uns seit Jahren einen festangestellten Innenarchitekten und entwickeln Entwürfe für die Kunden, um sozusagen erstmal ein gutes Produkt zu erstellen, was wir dann abarbeiten können. Und dann ist halt, wenn wir die Aufträge da haben, dann kann man wieder den nächsten Schritt gehen und sagen, was müssen die internen Prozesse, wo können wir was abbilden. Und da war dann natürlich die CNC für uns ein großer Schritt damals, weil wir einfach viel genauer die Sachen bearbeiten konnten und auch uns die Arbeit vereinfachen konnten. Dem dann nachgeordnet haben wir dann gemerkt, ja gut, die CNC braucht aber einwandfreie Daten. Und anfangs haben wir mit 2D-CAD-Zeichnungen gearbeitet, aber dann müssen die,
die CNC-Programme dann wieder von den Mitarbeitern erstellt werden. Gab wieder viele Schnittstellenprobleme. Und da sind wir dann in die 3D-Konstruktion eingestiegen. Und so baut sich das Stück für Stück bei uns immer wieder auf. Und parallel dazu ist aber der größte Augenmerk eigentlich bei uns wirklich auf dem Geschäftsmodell. Wir haben da auch vor einigen Jahren angefangen, noch ein Serienprodukt zu entwickeln. Da haben wir zum Beispiel einige Förderungen dafür auch in Anspruch genommen. Wir hatten einen Innovationsassistenten, der das Produkt überhaupt erstmal entwickelt hat. Und über die Jahre hinweg haben wir dann Marketingförderungen mit in Anspruch genommen und so weiter. Und das sage ich nur so, das ist so ein Prozess, zum Beispiel allein die Produktentwicklung beschäftigt uns, glaube ich, jetzt seit 6 Jahren. Das ist halt nichts, was man mal so nebenbei mitmacht. Könnten Sie die Geschäftsentwicklung, das Geschäftsmodell einfach nochmal konkretisieren? Wo haben Sie die Geschäftsmodelle erweitert? Für uns ist es ganz eine Erweiterung, ist ganz klar, dass wir komplette Raumkonzepte erstellen mit unserem Innenarchitekten, was vielleicht ein klassischer Tischler nicht tut, aber wir haben sozusagen Innenarchitekten mit bei uns und verkaufen diese Planung auch. Und das hat noch einen Benefit zusätzlich, weil wir dadurch die Projekte ein großvolumiger bekommen beim Kunden. Wenn wir also den Nerv treffen, sind die Kunden bereit, mehr Geld auszugeben, wenn es wirklich was Tolles ist. Ne? Wenn man sie anfixt und sagt, man bringt sie auf eine tolle Idee, dann kennen wir das von uns allen, glaube ich. Wenn man für was begeistert ist, ist man auch bereit, Geld auszugeben. Das ist Punkt 1, den wir seit Jahren verfolgen und der immer stärker auch greift, dass wir da auch als eine Tischlerei wahrgenommen werden, die auch diese Entwürfe mit erstellt. Und dann ist zum Beispiel unser Produkt, unser Serienprodukt, das nennt sich Pavel Plus, dafür haben wir eine eigene Marke auch erstellt und das ist ein System, ein Modulbaukasten für den Außenbereich. Vom Pavillon bis hin zum Gartenhaus kann man den kombinieren, ist modular aufgebaut, man kann mehrere Module aneinander koppeln und so weiter. Ist ein sehr komplexes Produkt, daher nicht ganz so einfach abzubilden und deswegen hat es oder dauert es auch eine ganze Weile, bis wir sozusagen vorwärts kommen. Aber wir sind jetzt gerade so, dass wir die ersten Aufträge dafür haben und ich jetzt ganz guter Dinge bin, dass wir vielleicht dieses Jahr mit dem Produkt wirklich mal gute Aufträge erzielen. Vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die Ihr Unternehmen nicht kennen. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind 17 Mitarbeiter und davon arbeiten wie viel im Büro? Also wir sind 6 oder 7 Leute im Büro, also 4 Techniker, die sich um die Arbeitsvorbereitung, Kalkulation, die ganze Projektabwicklung kümmern. Einen Innenarchitekten haben wir und dann die Kollegin, die uns natürlich den Rücken frei hält mit den Organisatorischen. Mhm. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle gleich nochmal die Aufforderung machen, stellen Sie uns Fragen. Der Herr Buck hat das gerade gemacht und das kann ich gleich an Herrn Deutschmann mal ganz kurz weitergeben. Er fragt, kann man sagen, je mehr der Betrieb digitalisiert ist, desto attraktiver wird er als Ausbildungsbetrieb für potenzielle Azubis. Wie ist das bei Ihnen? Das könnte ich jetzt pauschal mal auf Ja antworten, weil wir haben seit Jahren stetig so 30 bis 40 Bewerbungen für Azubis. Das ist für uns enorm, sind wir sehr dankbar und wir können da wirklich aus dem Vollen greifen und haben auch wirklich sehr tolle Azubis, die wir dann, also weil wir einfach diesen großen Pool haben, können wir auch sehr stark wählen. Liegt vielleicht nicht nur an der Digitalisierung bei uns, aber glaube ich an dem Sprech allgemein, weil wir halt ein junges Team sind und wir scheinen die Sprache zu sprechen. Ja. Vielleicht, ich komme gleich wieder zurück zu Ihnen, vielleicht kann Herr Gödicke gleich auch noch was dazu sagen. Wie ist das mit der Attraktivität für Ausbildungsbetriebe? Die letzten Nachrichten, die ich immer gehört habe, waren ja immer, das Handwerk sucht Lehrlinge in allen Bereichen und es ist eine große Nachfrage nach Lehrlingen da und man findet keine. Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht? Also erstmal kann ich dem Herrn Deutschmann nur beipflichten. Also Digitalisierung kann Attraktivität bringen. Da hängen dann vielleicht 2 Dinge dran. Erstens, es geht darum, wie ich mich mit Digitalisierung, also wie ich mich damit beschäftigt habe natürlich. Ne? Also wenn ich das Unternehmen damit auch verändere und die Modernität dann sozusagen auch tatsächlich Einzug halten lasse und nicht Digitalisierung nehme als etwas, das ist jetzt
relativ selten, aber wo man sagt, ich kaufe mir Digitalisierung. Ne? Ich kaufe mir eine Maschine und dann ist das gut. Dann ist das manchmal nicht ganz so, wie Sie gesagt haben oder wie die Frage gestellt ist. Viel wichtiger ist aber, Sie müssen natürlich die Lehrlinge damit auch konfrontieren. Also das Thema Digitalisierung alleine hilft nichts, wenn der Lehrling das nicht erfährt. Und das ist vielleicht so ein grundsätzliches Thema bei der Frage Lehrlingsgewinnung oder auch Fachkräftegewinnung, ne? Den Betrieb so vorzustellen, dass der Lehrling oder der Mitarbeiter, der zukünftige, sich eine klare Vorstellung von machen kann. Das ist manchmal so eine Herausforderung. Wir haben ganz tolle Betriebe, die kennt keiner, beziehungsweise die begeben sich manchmal dann auch in Fallen, was weiß ich, auf Karrieremessen oder bei der Darstellung für die Lehrlinge, dass sie dann tatsächlich wieder den klassischen Handwerker rauskehren und dann sagt dann ein junger Mensch, also ich habe es tatsächlich selber erlebt, so, ja, das ist ja, wenn ich jetzt mal beim Gewerk von Herrn Deutschland bleibe, das ist ja wie so ein Meister Eder, da will ich gar nicht hin, obwohl der ein topmodernes Unternehmen ist, der auch, sag ich mal, kreativ ist, wo auch die Arbeitsbedingungen und das Team stimmen, aber nach außen hin wird er ganz anders wahrgenommen. Also nur die Digitalisierung allein reicht nicht. Da müssen auch noch andere Parameter sein, aber sie unterstützt das natürlich ganz ungemein. Ich würde gleich noch die Frage noch anschließen, die der Herr Meier gerade stellt. Sie passt gerade so schön. Er schreibt ja, wie hat sich denn die Ausbildung in den die Anforderungen an die Ausbildung verändert? Gilt ja auch dann für die Kammern. Was müssen denn, gibt es dann neue Ausbildungsberufe? Hat die Ausbildung sich verändert? Ja. Also grundsätzlich kann man bei uns im Handwerk sagen, es gibt keine neuen Ausbildungsberufe, weil wenn es neue Ausbildungsberufe gäbe, würden sie nicht im Handwerk entstehen, muss man so ganz hart sagen. Wir haben eine abschließend positive Liste von Handwerksberufen, die als solche gelten. Alles, was darüber hinausgeht, würde dann wahrscheinlich bei der IHK oder sowas irgendwann auftreffen. Natürlich verändern sich die Inhalte ganz stark im Bereich, sag ich mal, Werkzeugeinsatz, Produktion, beziehungsweise, ich sag mal, die grundlegenden leistungserbringenden Fragen. Ne? Was Herr Deutschmann sagte, heutzutage komme ich als Tischler eigentlich so gut wie nicht mehr an CNC vorbei. Das ist natürlich auch Bestandteil der Ausbildung. Das geht so weit, dass es nicht erst seit heute, aber tatsächlich eben immer so ist, und das ist unsere Aufgabe als Kammern, die überbetriebliche Lehrunterweisung. Das heißt, dass es Strukturen gibt, die allen Lehrlingen dann auch wieder ermöglichen und es sicherstellen, dass die mit solchen Technologien in Kontakt kommen. Selbst wenn sie in einem ganz klassischen Tischlerunternehmen sind, das per Hand, also jetzt muss man auch sagen, ne, Spielzeughersteller beschäftigen sich auch mit Holz. Diese Lehrlinge haben eben auch die Chance, mit CNC-Technik in Kontakt zu kommen, zu lernen, wie die funktioniert. Das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, im Handwerk jetzt nicht anders, als es in anderen Berufen ist. Nur, dass eben bei uns halt das heute nicht mehr Maschinenführer heißt, sondern immer noch Tischlerlehrling und Tischlergeselle, obwohl die, glaube ich, die gleichen Anforderungen an das technische Know-how haben. Zusätzlich bleiben halt all die anderen Fragen, die das Handwerk ausmachen, Kreativität, das Thema, wie gehe ich mit einem Kunden um, weil ich den im direkten Kontakt habe, sag mal Materialkenntnis und so weiter, die bleiben natürlich bestehen. Das heißt, man kann vielleicht im positiven Sinne sagen, so eine Lehrausbildung im Handwerk nimmt tatsächlich an Know-how stetig zu. Sie haben in der vorherigen Antwort gesagt, so ein bisschen mit der Bekanntheit steigt auch das Interesse der Azubis. Ist ja auch ein bisschen eine Frage des Marketings. Kann man, glaube ich, so ganz kurz zusammenfassen. Ne? Haben die Handwerksbetriebe, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil sonst schaffen wir es nicht alles, haben die Handwerksbetriebe Nachholbedarf beim Marketing? Manche. Da würde ich jetzt mal zu Herrn Deutschmann rüberspringen, wo ich das nicht unbedingt das Gefühl habe, aber das darf ich gar nicht als Moderator so sagen. Herr Deutschmann, der Herr Hartenberger hat vorhin gesagt in seiner Präsentation, dass 80% der Umsätze in der Regel bis 50 Kilometer, berichtigen Sie mich, Hartenberger, getätigt werden. Wie ist das bei Ihnen? Sie haben ja nun schon viel investiert, auch in Marketing, Herr Deutschmann. Wo kommen die Umsätze her? Immer noch aus dem Großraum Dresden, Nossen, Meißen, Riesa, so ungefähr wahrscheinlich in der Gegend? Ganz klar Dresden und Umgebung bei uns. Also wir sind ganz stark im Privatkundengeschäft. Das ist fast ausschließlich Dresden und nähere Umgebung. Wir sind auch im Yachthausbau tätig. Da ist natürlich dann der Absatz weiter weg. Geht man meistens an die Küste. Dann sind wir aber Superunternehmer für größere Innenausbauer. Was den Privatbereich angeht, liegt es, glaube ich, auch an der Komplexität der Produkte. Also dass wir waren auch oder schon weiter weg
Aber dann wird eben der Aufwand auch überdimensional größer, wenn es um Montagen geht und so weiter. Deswegen ist schon unser Fokus regional, aber genau mit unserem Produkt, was ich mit dem Pave Plus, was ich vorhin meinte, haben wir gerade erste Anfragen aus der Schweiz. Mit dem Produkt wollen wir dann auch wirklich überregional angreifen. Für andere Handwerker, die uns jetzt zuschauen, vielleicht mal ganz kurz so, wie machen Sie konkret das Marketing? Man ist ja auch was Digitales in der Regel heutzutage und nicht mehr analog. Wir haben jetzt seit 2, 3 Jahren haben wir eine Agentur, mit der wir eng zusammenarbeiten. Und dann überlegen wir uns halt immer, einfach Dinge. Zum Beispiel werden bei uns immer wieder die Weihnachtskarten sehr stark gelobt. Da sind wir halt immer kreativ. Wir haben jetzt gerade wieder die aktuelle Weihnachtskarte, hat uns auch wieder einige Anfragen beschert. Wir geben schon seit Jahren immer viel Geld aus, auch für die Webseite. Wir waren, glaube ich, auch mit sehr, sehr zeitig mit einer Webseite vertreten, versuchen die auch immer wieder auf dem aktuellen Stand zu halten. Wir hatten zum Beispiel damals, als es um die mobilen Endgeräte ging, hatten wir schon eine mobile Internetseite. Da waren einige Konzerne noch nicht so weit. Ja. Also in wirklich so, wie soll man sagen, Multimedia-Marketing im Sinne von, und was natürlich für mich die Kernbotschaft ist, Sie haben es ausgelagert. Sie machen es nicht selber. Ja, einfach von der Gestaltung her, weil das braucht es halt dann, damit es nochmal eine andere Qualität halt erreicht. Das haben wir einfach für uns gemerkt. Die letzte Folie vorhin von Herrn Hartenberger war das Thema Förderung. Und da würde ich mal an Herrn Deutschmann als Mensch aus der Praxis die Frage stellen, wo haben Sie denn Förderung bisher wahrgenommen? Wo haben Sie es genutzt? Und rechnet sich denn jede Digitalisierung denn auch sofort? Oder was rechnen Sie denn da ein? Weil bei vielen Leuten höre ich ja manchmal auch, nee, dafür haben wir kein Geld, das wollen wir jetzt nicht ausgeben. Und ich habe sowieso genug zu tun. Gut, ich fange nochmal vorn an. Können Sie mir noch mal kurz helfen, bitte? Also die Frage ist, die erste Teilfrage davon ist, wie viel rechnen Sie, bis sich irgendwas, wie lange dauert es, bis sich irgendwas rechnet von diesen neuen Innovationen? Der zweite Punkt ist, um diese Zeit vielleicht zu überbrücken, was gibt es an Förderungen, die Sie vielleicht wahrgenommen haben? Also Förderung, das war das erste Thema. Wir haben oder sind stetig eigentlich dabei, Förderungen zu beantragen oder auch zu bekommen. Haben wir in der Vergangenheit die verschiedensten Förderungen durch die SAB bekommen. Da muss ich ganz klar sagen, unsere Erfahrung ist eine sehr vertrauensvolle und eine tolle Zusammenarbeit mit der SAB. Wir haben am Anfang immer oftmals auch Förderberater gehabt. Mittlerweile machen wir einige Förderanträge, stellen wir selber, weil wir einfach, habe ich natürlich auch eine tolle Kollegin, die sich da gut reinstürzt. Aber unsere Erfahrung ist mit der SAB eine tolle Zusammenarbeit. Wir können da direkt auch anfragen, nachfragen. Finde ich toll, ist wahnsinnig, ich bin dankbar, dass es die Möglichkeiten gibt, aber natürlich nicht immer jede Förderung passt in jedes Konzept rein, das ist ganz klar. Hier muss man natürlich auch mal drauf achten, das sind natürlich auch alles Steuergelder, die müssen auch ganz klar auch irgendwie vertrauensvoll verteilt werden. Das ist eine mega Aufgabe. Und zu dem zweiten Punkt, wie rechnet sich so ein Modell? Da bin ich ein schlechter Ratgeber, weil wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, setze ich es meistens dann um. Wir geben viel Geld aus. Ich denke, einige Kollegen sind auch manchmal nicht so erfreut, wie viel Geld ich für die Sachen ausgebe und mich ausprobiere. Wir haben vor 4 Jahren zum Beispiel ein Projekt angefangen mit Virtual Reality. Habe ich große Erwartungshaltung an das gesamte Thema gehabt. Bisher, wir haben es auf der Webseite geschrieben und so weiter, waren die Anfragen aber sehr gering. Aktuell diese Woche oder letzte Woche war dann die erste Anfrage von einem Kunden da. Also das ist so meine Empfehlung, es wurde aber mehrfach schon gesagt, das soll nicht dem Selbstzweck dienen, das Ganze, sondern man braucht wirklich eine gezielte Idee, wo man das einsetzt und nicht auf Zwang irgendwas probieren. Für mich ist es halt so, dass ich technikaffin bin. Ich mag das ausprobieren, ich habe Spaß daran, aber auch nicht immer. Also wir kennen natürlich auch die Themen, wenn dann der Rechner nicht hochfährt oder dass wenn Dinge, die man eingerichtet hat, dann wieder nicht funktionieren. Davon haben wir genug. Wir haben genug Schmerzen auch in der Firma erlebt, bis zum kompletten Produktionsstillstand, dass ich nachts versucht habe,
unsere Dateien zu reparieren, zu retten, dass die Jungs in der Werkstatt gewartet haben, sauer wurden, dass die Aufträge nicht bearbeitet haben. Also wir haben alles mitgemacht und das ist aber ein stetig oder wirklich nicht endender Prozess. Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen, bevor wir weitergehen, mit der Bitte um kurze Antworten auch. Erste Frage, wie viel schaffen Sie noch selber zu tischlern? Zu tischlern eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich gar nicht mehr. Und zweitens, Sie haben vorhin gesagt, man braucht schon eine Mitarbeiterin, die sich mit den Förderprogrammen beschäftigt. Das macht sie nebenbei mit. Das macht sie also nebenbei. Sie ist nicht nur für die Förderung zuständig. Ich will jetzt den Herrn Hartenberger ein bisschen ärgern. Sind Sie zufrieden mit der Förderung oder nicht mit den Förderprogrammen? Sie dürfen auch Ja sagen. Dann Fragen Sie mich. Ja, für Sie. Ja, grundsätzlich ja. Also dann, Herr Hardenberger, Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe dann gar keine Frage an Sie. Was könnte man aber vielleicht trotzdem noch tun, um aus diesem Loch von Seiten des, was Sie vorhin selber ja gesagt haben, diese etwas negativere Einstellung in Sachsen, was kann das Ministerium vielleicht trotzdem noch tun, um dass wir da rauskommen? Ich finde, es ist eine große Schwierigkeit. Also ich kenne auch Handwerker oder viele, die sich über die Förderbedingungen beschweren. Ich glaube, da müssen wir viel tiefer reingehen. Ich will da nicht plakativ irgendwo drüber bügeln. Ich kann einfach nur sagen, dass wir viele Förderungen bekommen haben, aber es gibt auch Förderungen, die eben nicht auf uns gepasst haben. Oder na klar, habe ich natürlich auch Wünsche. Und ich habe 1000 Wünsche, die ich gerne umsetzen möchte. Ich habe jetzt momentan einfach nicht das Geld. Und wir müssen es natürlich mit verdienen. Und rein nur aus der Förderung, den ganzen Betrieb zu digitalisieren, stellt sich auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Vielleicht trotzdem noch die Frage an Herrn Hartenberger. Sie haben es vorhin, wie gesagt, der Optimismus könnte noch ein bisschen besser sein. Wie kriegen wir das hin? Was kann das Ministerium tun? Sie haben ja gerade gehört, so eine schlechte Note haben die Förderprogramme nicht. Ja, ich glaube, das ist keine Frage, wie wir das von heute auf morgen hinbekommen, sondern die Anstrengungen, die wir hier unternehmen müssen, die erstrecken sich eben auf viele kleine Bereiche. Das ist sowas wie diese Veranstaltung heute, wo wir einfach drüber sprechen und auch mit den Unternehmen hier und mit den Gästen ins Gespräch miteinander kommen. Vergangenes Wochenende hat beispielsweise in Görlitz eine super tolle Veranstaltung von der Kreishandwerkerschaft Görlitz, Handwerkskammer Dresden stattgefunden. Kreatives Sachsen war dabei. Der Freistaat Sachsen hat das auch ein bisschen mit Fördermitteln unterstützt. Da war auch ein Baustein, ein Workshop, war auch die Digitalisierung. Also da muss man, glaube ich, einfach auch gucken, wie man über kleine Dinge mit den Unternehmen ins Gespräch kommt, wie man da informieren kann. Es lässt sich sicherlich nicht jetzt für alle allgemeingültig irgendein Faltblatt erstellen, wo drauf steht, was man jetzt machen kann, weil das würde nicht passend sein. Das muss jeder Betrieb für sich selber irgendwo herausfinden und dafür ist dann halt wirklich oft das vertrauensvolle Gespräch oder das Einzelgespräch notwendig. Darüber hinaus gucken wir natürlich, wie wir über solche Maßnahmen, die der Freistaat Sachsen macht, diese Förderprogramme oder auch die des Bundes, also es gibt ja auch Förderprogramme des Bundes, die man in Anspruch nehmen kann, wie wir das noch besser in die Fläche tragen können, wie wir darüber informieren können. Ich denke, das sind schon so ein paar wichtige Eckpunkte. Noch eine Frage, ganz konkret, sind die Förderbeantragungen einfach genug? An Sie, Herr Hartenberger, selber? Also. Die Frage dürfen Sie mir nicht stellen, weil die Frage, die müssen Sie den Unternehmen stellen. Okay, dann möchte ich ganz kurz weil wir ja die Zuschauerfragen trotzdem immer gleich beantworten wollen. Die Frau Röse hat noch eine Frage gestellt, die würde ich vielleicht den Herrn Goethe gegeben. Big Data ist ja so ein spannendes Thema, auch gerade ich habe so ein Beispiel wie zum Beispiel Heizungsbauer und Sanitärfirmen und andere Firmen, vielleicht Gewerke gemeinsam arbeiten können, weil sie gemeinsame Konzepte haben. Das trifft aber diese Frage vielleicht nur ganz, ganz halb. Also es geht darum, dass Big Data, jetzt ist die Frage mir weggekommen, aber Sie haben sie, glaube ich, gerade noch gesehen, und Deep Learning, wie das Handwerk nutzen kann, weil es in der Industrie ein großes Potenzial hat. Ich würde da auch aus meinem Bauchgefühl sagen, auch wenn ich nur der Moderator bin, dass da vielleicht noch Potenziale sind. So Kundendatenbanken sind auch noch nicht in allen Handwerksbetrieben so, sage ich mal, werden noch nicht intensiv genutzt. Aber wie sehen Sie das? Also ich sage mal, das ist ein kleines bisschen defiziler. Ich denke auch, es ist eine große Chance. Es fällt im Handwerk meistens das Problem an, dass die Idee der Geschäftsmodelle, die ich dahinter habe, ne? Also
rein Daten zu haben und zu erheben, hilft ja nichts. Ich brauche ja irgendwo etwas, wo ich sage, das ist der Zweck, den ich mit den Daten dann habe. Was weiß ich, ob das bei uns digitales Bauen ist mit einem BIM, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, oder ob das irgendwelche Fragen sind zu Smart Home, wo ich sage, meine Wohnung, mein Gebäude digitalisieren und die zu nutzen. Diese Geschäftsmodelle muss ich erstens entwickeln. Das überfordert, sage ich mal, die Struktur des Handwerks als Einzelunternehmen meistens. Und sie stößt meistens da an Grenzen, dass diese Unternehmen zwar Daten haben, durchaus auch eine ganze Reihe von Daten erheben, aber das nicht wirklich ausreicht, um als, sag ich mal, Big Data oder als Lösung auch für KI oder wie die Schlagworte alle heißen, Herd halten zu können. Das heißt, da müssen sich Netzwerke bilden, das fängt auch langsam an, wo natürlich Industrieunternehmen ab einer gewissen Größe, sag ich mal, ein Datenmanagement und ein Datenaufkommen haben und auch eine Datenerfassung haben, die für sich selber ausreichen und die im Zweifel in handwerkliche Netzwerke eingebunden sind. Sie haben so schön gesagt, SHK, also Heizung und sowas. Da haben Sie natürlich einen Hersteller einer Heizung. Bei dem fallen als allererstes mal die Daten an. Da muss das Handwerk darauf zugreifen können. Das heißt, auch da muss es natürlich dann, wenn Geschäftsmodelle entstehen, und die entstehen zwischen Handwerk und Industrie durchaus auch, also die sind jetzt nicht gegeneinander, sondern die arbeiten auch partnerschaftlich zusammen. Aber dann geht es natürlich dahin, wie kann ich das gewährleisten, dass die Partner beide dran partizipieren? Gibt es dann wieder Datenschutz? Dann gibt es wieder die Frage, wie sind Schnittstellenproblematiken zu definieren und so weiter und so fort. Also das heißt, natürlich hat mancher Großkonzern es etwas einfacher. Die Ideen im Handwerk sind durchaus schon da und ich sag mal, auch die Möglichkeiten, die damit bestehen, die werden in Zukunft deutlich stärker genutzt werden. Ich möchte auf eine Umfrage gleich hinweisen. Die wird jetzt gleich gestartet über die Diskussionsrunde heute mit der Bitte, dass Sie sie beantworten als Teilnehmer. Wir können es als Referenten übrigens auch machen, aber ich glaube, wir können es dann erst danach machen. Ach nein, wir dürfen nicht aussuchen, sehe ich gerade, steht unten drunter, dass wir das nicht abstimmen dürfen. Aber mit der ganz kurzen Bitte, wenn unsere Zuschauer diese Umfrage kurz beantworten, würden wir uns sehr freuen. Und das dient auch dazu, dass die Veranstaltung noch ein bisschen besser wird, dass wir vielleicht uns noch besser an Ihre Wünsche auch ausrichten können. Und ich sage jetzt mal vielen Dank, dass Sie an der Umfrage teilnehmen, schon mal im Vorfeld. Ich bleibe mal ganz kurz noch bei Herrn Güttig. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollen nämlich pünktlich auch schließen. KI-Einsatz im Handwerk, mein Bauch sagt mir, ist noch kein großes Thema. Vorsicht mit der Aussage. Natürlich ist es immer so eine Frage, also was ist KI? Ne? Also auch im Handwerk werden, sag ich mal, Chatbots eingesetzt, Spracherkennung bei irgendwelchen Auftragsverarbeitungen und sowas ist durchaus möglich. Die eigenständigen KI-Systeme, die das Handwerk für sich entwickelt, die gibt es tatsächlich so nur sehr rudimentär, wirklich bei so Unternehmen wie beim Herrn Deutschmann, auch wenn der wahrscheinlich noch nicht unbedingt sagen würde, er hat KI im Einsatz, aber kann er gerne uns nochmal einen Einblick geben. Aber es gibt Unternehmen, die sich damit für ihr Thema, ihr Geschäftsmodell beschäftigen. Es gibt aber schon eine ganze Reihe von Dingen, die vielleicht der ein oder andere als KI bezeichnen würde, die durchaus dazu schon Einzug gehalten haben. Grundsätzlich gibt es im Handwerk eine ganze Reihe von sehr komplexen Fragestellungen, die für KI natürlich ideal wären. Da geht es um das Thema durchaus Kundendaten, um das Thema Maschinendaten. Und auch da gibt es Überlegungen, die sind dann halt genauso limitiert wie die Daten. Wenn ich die Datengrundlage nur im Betrieb habe, dann wird es meistens etwas schwierig, darauf eine KI-Lösung standardisiert aufzusetzen. Also das heißt, das muss dann auch durchaus über das Gewerk laufen, dass sich dann mehrere Unternehmen zusammenschließen. Ja, mit einem von Ihnen habe ich ja auch nächste Woche nochmal das Vergnügen, wo wir noch ein bisschen tiefer in die Themen reingehen. Ich hätte nämlich noch so einen Stapel von Fragen für uns alle vorbereitet und ich möchte gerne für jeden jetzt noch eine stellen. Und damit wir einigermaßen pünktlich schließen, bitte ich ungefähr maximal um eine Antwort in Länge von einer Minute. Und ich fange mit Herrn Hartenberger an. Und es kriegt jeder seine eigene Abschlussfrage, damit wir mehr Inputs haben, damit wir nicht das so machen. Und Herrn Hartenberger möchte ich fragen, welche Rolle spielt denn das Handwerk in der sächsischen Wirtschaft in 5 Jahren? Die Frage ist nicht abgestimmt, die ist einfach so aus dem Bauch raus, mal spontan. Wie hat das Handwerk gegen die Industrie eine Chance oder gegen App-Entwickler, die irgendwas, die neue Portale entwickeln? Welche Rolle spielt das sächsische Handwerk in 5 Jahren? Gut, muss ich kurz überlegen, aber natürlich hat das Handwerk auch in 5 Jahren noch eine bedeutende Rolle und noch Chance gegenüber industriellen
mit Wettbewerbern oder Industrieunternehmen. Gar keine Frage. Um es auf den Punkt zu bringen, wir haben in Sachsen jeden 7. Beschäftigten in einem Handwerksunternehmen. Jeder 4. Betrieb oder jedes 4. Unternehmen ist in Sachsen ein Handwerksunternehmen. Jeder 4. Auszubildende lernt in einem Handwerksunternehmen. Das sind Zahlen, die machen einfach nur platt, welche Bedeutung eigentlich das Handwerk auch gesamtwirtschaftlich für den Freistaat Sachsen hat. Um es auf den Punkt zu bringen, wir wollen daran arbeiten, dass das Handwerk diese Rolle auch noch in 5 Jahren behält. Dazu muss natürlich auch gerade, weil der technologische Wandel voranschreitet, auch das Handwerk sozusagen ein Stück weit besser werden, muss mithalten, muss gucken, wie es sich entwickeln kann. Es ist Aufgabe, unsere Aufgabe, das Handwerk dort dabei zu unterstützen. Herr Gütiger, welche Wünsche haben Sie denn an die Politik oder an den Gesetzgeber, damit das Handwerk wettbewerbsfähig bleibt? Mir ist noch aufgefallen, ich habe am Freitag mit einem Geschäftsführer einer Innung gesprochen. Da haben wir ganz, ganz viele Themen heute überhaupt noch nicht angesprochen. Er sagt zum Beispiel auch, das Thema Bürokratieabbau ist für ihn ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ohne jetzt Ihre Antwort vorwegzugreifen, was wünschen Sie sich vom Gesetzgeber, auch dem Ministerium? Das kann Herr Hartenberger dann gleich an seinen Chef, den Herrn Dulich, weitergeben. Was würden Sie sich wünschen vom Gesetzgeber oder von der Regierung für Ihre Handwerker? Sagen wir dem Herrn Dulich auch gerne selber, aber 2 Dinge wären da, glaube ich, tatsächlich am wichtigsten. Das eine ist die Frage, die Sie schon angesprochen haben, Thema Bürokratie, Thema, welche Aufgaben habe ich als Handwerker, die mit meinem Handwerk so nichts zu tun haben und die auch nicht mit der Vorbereitung oder dem Kundenkontakt in Zusammenhang stehen, sondern Dokumentation und so weiter. Da nicht mal, dass man sagt, das ist alles überflüssig, aber vielleicht können wir so die ein oder andere digitale Lösung auch dort einführen und das vielleicht nicht mehr unbedingt mit Fax oder mit Papier oder mit Listen ausfüllen machen, sondern vielleicht auch da neue Wege gehen bis hin zu, dass ich mich digital mit den Stellen in Verbindung setzen kann. Das Zweite, was ich mir immer wünsche, ist, das Handwerk ist jetzt nichts ganz Besonderes, also ist schon was Besonderes, ne, für mich und für die Handwerker, aber wir sind ein Teil der Wirtschaft. Es wäre nur schön, wenn man die Besonderheiten der einzelnen Wirtschaftszweige vielleicht auch doch immer mal stärker noch wieder in den Fokus sich holt und die Frage stellt, was sind denn da die Herausforderungen und was sind denn da die Probleme, die entstehen können? Auf der anderen Seite, was können wir da für Vorteile nutzen? Ganz klassisches Beispiel im Handwerk ist natürlich immer noch der Einsatz von Personen, die Arbeit mit den Händen und mit den Menschen wichtig. In der Industrie ist das Thema Digitalisierung viel mehr eine Mechanisierung. Da stellen sich dann auch Fragen, die deutlich über die Frage, was ist ein Handwerker, hinausgehen, was ist mit Sozialsystem, zahlt ein Roboter Kranken- und Rentenversicherung und Ähnliches. Das betrifft die unterschiedlichen Wirtschaftszweige unterschiedlich. Und dass man da immer ein offenes Ohr hat, da will ich mich gar nicht beschweren, dass das nicht so wäre, aber dass man immer ein offenes Ohr hat und differenziert sich das anschaut, das ist das Wichtige, weil sonst kommt irgendeiner von denen unter die Räder. So, dann kommen wir noch zu Herrn Deutschmann. Besagter Innungsgeschäftsführer sagte mir übrigens auch, ein ganz, ganz großes Problem neben der Digitalisierung ist, dass man in den Innenstädten heutzutage als Handwerker gar nicht mehr parken kann und dass man manchmal dass man wirklich nicht weiß, wo stelle ich das Fahrzeug hin, um das Handwerk zu machen. Das hat jetzt vielleicht sogar auch was mit Digitalisierung zu tun langfristig. Aber Herr Deutschmann, wo sehen Sie Ihr Geschäft in 5 Jahren? Und ich bitte um eine kurze Antwort, sonst kommt der Markus Müller langsam in Schwulitäten, weil wir haben gesagt 1 Stunde. Und deshalb, ja, wo steht Ihr Unternehmen in 5 Jahren? Ich hoffe, dass wir unsere aktuellen Ziele, die wir uns vornehmen, dass wir schaffen einen größeren Auftragsvorlauf. Unser Wunsch, den wir herausgegeben haben, wir wollen gerne bis zu 1 Jahr im Auftragsvorlauf sein, die Kunden damit bändigen und dass jemand auch Lust hat zu bestellen, wenn er so lange warten muss. Das fände ich toll. Dann möchte ich vielen Dank sagen an Sie. Schönen Dank, dass Sie den Mittwochabend mit uns verbracht haben, sowohl Sie, die Zuschauer, als auch Sie, die Referenten. Vielen Dank an Herrn Hartenberger, Herrn Deutschmann und Herrn Gütiger. Und ich sage an dieser Stelle schönen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche Mittwoch, 18.30 Uhr geht es weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank im Namen der Wilhelm-Kühls-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung. Bis dann.